Wofür ist der Solarwechselrichter da? Und worin unterscheiden sich die einzelnen Modelle? Das klären wir in diesem Video. Hi, ich bin Mika und willkommen bei SolarID. Das Herz der Solaranlage bilden die PV-Module auf dem Dach. Sie fangen das Sonnenlicht ein und wandeln die Solarenergie in nutzbaren Strom um. Allerdings braucht es mehr als ein paar Solarmodule auf dem Dach, um Solarstrom nutzen zu können. Ein wichtiger Bestandteil der Solaranlage ist zum Beispiel auch der Wechselrichter. Er ist unter anderem dafür da, um den aus den Solarzellen kommenden Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, der im Hausnetz gebraucht wird. Er ist aber auch für viele andere Aufgaben zuständig, wie zum Beispiel das MPP-Tracking. Der Wechselrichter ist sozusagen das Gehirn der Photovoltaikanlage. Was macht der Wechselrichter? In den Solarzellen wird durch die Photonen im Sonnenlicht ein Prozess angestoßen, an dessen Ende der Solarstrom steht. Der liegt in Gleichstrom vor. Die Bewegungsrichtung des elektrischen Flusses ändert sich also nicht. Im normalen Stromnetz wird allerdings Wechselstrom verwendet. Das liegt daran, dass der auf einem höheren Spannungsniveau transportiert werden kann. Dadurch können die Transportverluste möglichst gering gehalten werden. Der Gleichstrom aus der Solaranlage wird deshalb vom Wechselrichter umgewandelt, um ebenfalls als Wechselstrom mit möglichst wenig Leistungsverlust transportiert werden zu können. Neben der Umwandlung hat der Wechselrichter aber auch andere Funktionen. Dazu gehört zum Beispiel das Maximum Power Point Tracking, kurz MPP-Tracking. Der Maximum Power Point bezeichnet den Punkt, an dem die höchstmögliche Leistung aus dem Solarmodul entnommen werden kann. Dieser Punkt ist nicht beständig, sondern abhängig von vielen Faktoren wie der Temperatur oder der Bestrahlungsstärke. Der Wechselrichter ermittelt diesen Punkt ständig und reguliert die Anlage entsprechend. Auf diese Weise kann jederzeit der höchstmögliche Ertrag eingefahren werden. Du willst mehr rund um das Thema Photovoltaik erfahren? Dann abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um in Zukunft immer benachrichtigt zu werden, wenn wir ein Video veröffentlichen. Wir liefern dir wöchentlich spannenden Content rund um Solarenergie, Photovoltaik und Solarthermie. Zusätzlich ist der Wechselrichter auch ein Sicherheitsfaktor, denn er überwacht das Netz. Weicht die Spannung einmal stark von den vorgegebenen Werten ab, wird die Photovoltaikanlage automatisch vom Netz getrennt. Aus diesem Grund schaltet sich die Solaranlage auch im Falle eines Stromausfalles ab, selbst wenn eigentlich Sonnenstrahlung für die Solarproduktion vorhanden wäre. Ohne diese Funktion würde die Solaranlage einfach weiter Strom in ein defektes Netz einspeisen. Werden am Netz dann gerade Arbeiten durchgeführt, könnte das lebensgefährlich werden. Der Wirkungsgrad des Wechselrichters. Bei jeder Stromumwandlung geht auch immer ein kleiner Teil der Energie verloren. Um diesen Verlust so gering wie möglich zu halten, ist der Wirkungsgrad des Wechselrichters ein wichtiger Faktor. Er gibt an, wie hoch die Ausgangsleistung im Vergleich zur Eingangsleistung ist. Konkret also, wie viel Wechselstrom aus dem eingehenden Gleichstrom gemacht werden kann. Da die Eingangsleistung über den Tag variiert, kann man den Spitzenwirkungsgrad allerdings nicht als Vergleichswert heranziehen. Stattdessen wird der sogenannte europäische Wirkungsgrad ermittelt. Das ist der durchschnittliche Wirkungsgrad für die typischen Bedingungen in Mitteleuropa. Der Wirkungsgrad liegt bei aktuellen Wechselrichtermodellen in der Regel zwischen 96% und 98%. Die Anzahl der Phasen. Als Phase bezeichnet man den Leiter, der Strom führt. Das normale Stromnetz ist dreiphasig. Es besteht also aus drei solcher Leiter, die den Strom von A nach B transportieren. Werden große Mengen Strom von der Solaranlage nur über eine Phase eingespeist, führt das zu einer ungleichmäßigen Belastung. Seit 2012 dürfen PV-Anlagen daher maximal 4,6 kV Ampere pro Phase einspeisen. Wer also eine sehr leistungsstarke Photovoltaikanlage installieren möchte, sollte einen dreiphasigen Wechselrichter anschaffen. Die Wechselrichterarten. Der Modulwechselrichter. Wie der Name schon vermuten lässt, wird der Modulwechselrichter am Modul selbst angebracht. Das bedeutet, dass der Wechselrichter nur ein einziges Modul steuert. Der Maximum Power Point kann dadurch genau ermittelt werden und die Leistung so optimal genutzt werden. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass erhöhte Kosten entstehen, um jedes Modul mit einem Wechselrichter auszustatten. Außerdem bedeuten viele Wechselrichter auch einen erhöhten Wartungsaufwand. Denn mit vielen einzelnen Wechselrichtern ist ein Defekt schwieriger zu lokalisieren als mit einem einzigen. Der Modulwechselrichter lohnt sich deshalb nur bei kleinen Solaranlagen, bei denen sich die PV-Module in ihrer Ausrichtung und Verschattung stark unterscheiden. Übrigens, zur optimalen Ausrichtung der PV-Module haben wir bereits ein Video gedreht. Wenn du wissen möchtest, worauf du dabei achten solltest, schau es dir an. Den Link dazu findest du hier oben oder in der Infobox unter dem Video. Der Stringwechselrichter. Bei einer Solaranlage, bei der alle PV-Module gleich ausgerichtet sind und auch derselben Verschattung unterworfen sind, können die Module zu einem sogenannten String verbunden werden. Der kann dann von einem Stringwechselrichter reguliert werden. Der Maximum Power Point wird dann nicht mehr wie beim Modulwechselrichter für jedes Modul einzeln ermittelt, sondern eben für den gesamten String.
So ein Stringverbund macht aber auch nur dann Sinn, wenn die Module an sich bereits einen ähnlichen Maximum Power Point haben. Bei Ost-West-Anlagen beispielsweise würde die Verbindung zu einem String wenig Sinn machen und im Endeffekt nur zu Ertragsverlusten führen. Allerdings kann man jeweils die Module auf der Ost- und Westseite zu separaten Strings verknüpfen und dann mit einem Multistring-Wechselrichter ansteuern. Dieser ermittelt dann jeweils für einen String den passenden MPP und sorgt für optimalen Ertrag, ohne für jedes Modul einen einzelnen Wechselrichter zu benötigen. Das verringert nicht nur die Kosten, sondern auch den Wartungsaufwand. Der Zentralwechselrichter. Der Zentralwechselrichter steuert alle PV-Module einer Anlage zentral. Er ist also im Grunde das Gegenteil des Modulwechselrichters. Er wird vor allem bei besonders großen, oft gewerblichen Photovoltaikanlagen eingesetzt. Da hier die Module meist alle die gleiche Ausrichtung und Verschattung haben, fällt der Leistungsverlust nicht allzu groß aus. Außerdem erleichtert der Zentralwechselrichter die Wartung. Die gesamte Anlage kann hier nämlich über den Wechselrichter gewartet werden, oft sogar über eine Ferndiagnose. Der Hybridwechselrichter. Der Hybridwechselrichter kombiniert den herkömmlichen Wechselrichter mit dem Wechselrichter des Stromspeichers. Um überschüssigen Solarstrom zu speichern, wird dieser erneut in Gleichstrom umgewandelt. Für die Nutzung, zum Beispiel für den Kühlschrank, muss er aber dennoch in Wechselstrom umgewandelt werden. Um zwischengespeichert zu werden, wird der Solarstrom also mehrmals umgewandelt. Der Hybridwechselrichter kann das zwar nicht ändern, aber statt zwei Wechselrichtern, also einem normalen und einem für den Stromspeicher, braucht es so nur einen für beide Funktionen. Welchen Typ Wechselrichter benutzt du für deine PV-Anlage und warum hast du dich gerade für diesen entschieden? Schreib es uns in die Kommentare und teile deine Erfahrungen mit der SolarID-Community. Die Kosten für den Wechselrichter. Die Preise für Wechselrichter sind unterschiedlich. Sie sind vor allem abhängig von der Leistung, aber auch von zusätzlichen Funktionen, wie zum Beispiel dem Wirkungsgrad. Eine grobe Faustregel ist, dass zwischen 10 und 50% der Gesamtkosten der Solaranlage für den Wechselrichter eingeplant werden sollten. Konkret bedeutet das, dass für jeden Kilowatt Peak Leistung der Solaranlage ca. 200 Euro für den Wechselrichter berechnet werden müssen. Bei einer PV-Anlage von 10 Kilowatt Peak Leistung und etwa 10.000 Euro Investitionskosten werden davon also etwa 1.000 Euro für den Wechselrichter verursacht. Wichtig zu wissen ist auch, dass der Wechselrichter höchstwahrscheinlich innerhalb der Laufzeit der PV-Anlage ausgetauscht werden muss. Sie haben nur eine Lebensdauer von etwa 15 Jahren. PV-Module hingegen halten um die 20 Jahre, Tendenz steigend. Bei der Budgetplanung für die Photovoltaikanlage sollte man also auch das berücksichtigen und die Kosten für den Ersatz einberechnen, um eine realistische Renditerechnung zu haben. Übrigens, zur Kostenplanung einer PV-Anlage haben wir bereits zwei Videos veröffentlicht. Darin erfährst du zum Beispiel, welche Investitionskosten dich bei einer Anschaffung einer Solaranlage erwarten und auch welche laufenden Kosten du für den Betrieb erwarten kannst. Genauso zeigen wir dir aber auch, wie du Geld durch die Anlage sparst und haben Tipps für dich, mit denen du die Investitionskosten senken kannst. Das Video findest du in unserem Kanal oder über den Link in der Infobox. Zum Schluss das Wichtigste auf einen Blick. Der Solarwechselrichter ist ein wichtiger Bestandteil der Solaranlage und ist zum Beispiel für die Umwandlung des Gleichstroms zum Wechselstrom zuständig. Der Wechselrichter ist außerdem für die Ertragsoptimierung per MPP-Tracking zuständig. Es gibt verschiedene Wechselrichterarten, die auf unterschiedliche Anlagentypen ausgelegt sind, wie zum Beispiel den String-Wechselrichter oder den Zentralwechselrichter. Der Wechselrichter kostet pro Kilowatt-Peak installierter Leistung ca. 200 Euro und macht in der Regel zwischen 10 und 15% der Gesamtkosten für die PV-Anlage aus. Hast du noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema Wechselrichter oder möchtest dir ein bestimmtes Thema für das nächste Video wünschen? Schreib es uns in die Kommentare und wir kommen auf dich zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr über Solarenergie erfahren möchtet, dann schaut doch auf solarid.de vorbei oder abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.